Hallo ihr Lieben, ich bin's, Andrea aus der Basteloase. Ich grüße euch. Ja, heute will ich mit euch Halloween basteln und ich zeige euch mal, was ich jetzt alles rausgesucht habe. Das ist ganz enorm viel und wir schauen mal, was wir davon benutzen. Also, ich habe mir diese tolle Handstanze rausgesucht. Dazu natürlich auch das passende Stempelset. Mit den tollen Hüten, die man und natürlich auch ganz toll Harry Potter mitmachen kann. Dann habe ich mir das Set rausgesucht, Fantasievolle Jahreszeiten, weil ich gucken will, ob ich dieses Netz hier benutzen will. Dann habe ich mir den Prägefolder Mauerwerk rausgesucht. Dann habe ich hier die kunstvollen Rahmen. Und dann habe ich mir, das wird euch bestimmt auch wundern, Landhauskranz rausgesucht. Und zwar, weil da eine Spinne bei ist. Warum und weshalb da jetzt eine Spinne bei ist, habe ich mich echt gefragt. Aber das Coole ist, da ist nämlich auch die Standschablone dafür da, um die Spinne auszustanzen. Und das fand ich ganz toll. So, und dann kommen jetzt die Hauptsets. Und zwar einmal Scary Cute plus die Standschablone. Schablon und einmal Best Witches. Und dazu habe ich mir dann noch genommen Stempelkissen in Espresso, in Anthrazit Grau, in Blutrot und in Kürbisgelb. Die wollte ich dann dazu benutzen. Dann habe ich mir noch das Papier rausgesucht, schwarz, und das Designpapier schwarz-weiß. Und dann den Farbkarton Glutrot und den Farbkarton Kürbisgelb. So, damit will ich jetzt gestalten. Und zwar als erstes hatte ich mir ausgedacht, dass ich eine Schachtel machen möchte mit, genau, mit diesem Set hier. Und zwar so eine Goodie-Schachtel. Und da gucken wir mal, ob ich das so hinkriege, wie ich das haben möchte. Der Stanze kann dann auch erstmal zur Seite und als Grund nehme ich schwarzes Papier, also schwarzer Farbkarton. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie groß will ich denn die Schachtel überhaupt haben. Ich habe ja hier die Standschablone und ich will die nicht so viel größer haben, als diese Standschablone ist. Also messe ich mal wieder. So, die hat einen Durchmesser von 6,5 cm. Ja, dann nehmen wir mal 9 cm. Das schreibe ich mir wieder auf. Ihr kennt das ja schon von mir. 9 mal und dann Höhe nehmen wir mal 11. 9 mal 11. So groß soll die Schachtel werden. Dann habe ich schon mal einen Anhaltspunkt. So, und ich möchte sie hoch haben, wieder 3 cm. Das ist so eine gute Höhe, dass da auch so ein paar Süßigkeiten reinkommen. Siehst du, jetzt habe ich vergessen. Ich wollte eigentlich noch Süßigkeiten holen, die ich dann da reinmache, damit ihr sehen könnt, wie das wirkt. Aber könnt ihr dann euch wahrscheinlich auch denken, wie das denn nachher aussieht, wenn man da vielleicht so knallrote Bonbons oder sowas rein. Ich muss sonst mal gucken, in meiner Schachtel, ob ich da noch irgendwas drin habe. So, und ich will das 3 cm hoch haben. Da geht das jetzt wieder. 3 cm auf dieser Seite und 3 cm auf der Seite sind zusammen 6 cm. Dann muss ich 6 dazu zählen. Dann haben wir 15 mal 6 dazu 16. Das ist dann das Unterteil. Da schreibe ich mir nachher noch mal rein. Und zwar schreibe ich mir jetzt hier oben mal so Box Halloween. Halloween. Und das Oberteil muss dann wieder 2 mm größer sein. So, also 15,2. Mal 16,2 und bei 3 Falzen.
So, da schreibe ich mir nämlich nachher mein Büchlein. Dann habe ich dann die Maße für mich. So, damit fange ich jetzt an. Das schneide ich. So. 16. Müssen wir ausklappen. So, dann nehme ich das erste Teil. Und zwar 16. Mal gucken, wo ist denn genau 16 jetzt? Ach da, okay, jetzt kann ich das genau auf der Naht. 16. Mal 15. So. Das ist jetzt das Unterteil. Und dann brauche ich da noch eins von. Habe ich mir gleich zwei Packungen geholt. Aber schwarz braucht man doch relativ viel, auch wenn ich Alben machen will. Ach, hier habe ich noch einen Teil. Das geht ja bestimmt auch. So. Nee, das ist auch, das ist noch kleiner. Aber ich kann es so vielleicht mal gucken. Das, ja, das müsste gehen. So, dann brauche ich nämlich 16,2. Hier ist 16. Dann ist 16,2 genau hier. Mal 15,2. Eins, zwei, drei, ja. So. Das ist dann das Oberteil. Das schreibe ich mir jetzt mal hier oben hin. OB. Kann ich nachher wieder wegradieren. So, und das Ganze soll jetzt bar 3 cm gefalzt werden. Einmal rundherum. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Mittlerweile, ich war ja sonst immer so ein Verfechter des Scoreboards, dass ich damit ja immer meine Schachteln gemacht habe, weil ich dann nicht die 2 mm zuziehen musste. Aber mittlerweile muss ich sagen, nachdem ich hier schon ein paar Schachteln jetzt mittlerweile gemacht habe, geht das hier genauso gut mit. Genauso schnell. So, und dann das Unterteil auch. 3 cm. 3 cm. Schatz war gerade mit seiner Drohne draußen. Hat er sich neu angeschafft. Es kommt also noch ein Hobby dazu, zu unseren ganzen Hobbys, die wir haben. Ja, müsste der Tag auch noch ein paar mehr Stunden haben. Dann müssen wir das so alles unter einen Hut kriegen. So. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Die ganzen Teile hier schmeiße ich wieder rein. Dann die Hülle und jetzt falte ich das. Das ist das Oberteil. Genau. Also ich schneide das schon mal. Ich habe ja, wir haben wieder umgeräumt. Kommt nachher noch mal ein wie nennen wir das denn eigentlich? Optimierungsvideo zu unserem Bastelzimmer. Wir haben das ja schon alles eigentlich relativ durchorganisiert bei uns. Aber wir haben das doch geschafft, es noch perfekter zu organisieren hier. Gefällt uns total gut. Und Joe macht dann nachher ein Video zu. Also es gibt noch mal eine Raumtour zum Optimieren. So. So, das kennt ihr ja schon von mir hier. Also wenn du das erste Mal jetzt zuschaust bei meinem Kanal, dann erstmal herzlich willkommen und dann sage ich nochmal dies oder jenes, was viele schon wissen, die länger mich schon verfolgen. Ich mache das bei den Schachteln immer so, dass ich das abschräg, einmal hier und einmal hier außen
Und zwar damit, wenn ich das dann nachher geknickt habe, das nicht so rüber guckt. Ne, das hat man sonst leicht, dass es so rüber guckt. Deswegen schräge ich das immer so ein bisschen an. So, das Unterteil kann ich schon mal zur Seite legen. Kann es auch ruhig schon. Oh, was habe ich da jetzt in der Versenkung runtergeschmissen? Ja, das muss ich noch mal gucken. Nachher wahrscheinlich irgendwie ein Teil von meinem Wondertool. Da muss ich nachher mal unter meinen Schreibtisch kriechen. So. So und so. Und das ist dann auch eine schnelle Sache, die man machen kann, um die Goodies dann für die Kinder da rein zu tun. Oder so wie meine Nichte, die hat ja letztes Jahr so eine coole Halloween-Party gemacht. Falls ihr da Interesse habt, wir haben da ein Video gemacht, ein bisschen albern, weil wir einfach so gut drauf waren, wie wir verkleidet waren. Ich war als hier Nymphe Dora und Schatz als Snape unterwegs. Und ja, die Party war richtig cool. Das hatte sie ganz toll gemacht. Und für sowas ist das natürlich toll. Also eine Goodie-Bags dann hinzupacken. Wir haben dann auch Spiele mit den Kindern gemacht. Und die Kinder haben dann anschließend dann so Sachen gekriegt. Das könnte man auch so machen, ne? Dass man so Sachen dann da so reinmacht. Und wenn die Spiele dann richtig gemacht haben, dass man dann den so ein Goodie-Bag gibt mit einer Überraschung drinne. Oder Kinder, die zum Gast kommen, dann so ein Überraschungspaket kriegen. Das ist doch cool. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich das jetzt so mache oder... Nee, ich glaube, ich mache das noch anders. Bevor ich das da reinstanze. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich suche mir jetzt einfach hier mal ein Papier aus, was ich da so drauf haben will. Dann nehme ich von diesem Schwarz-Weiß-Papier. Ach, dann nehme ich das doch mal mit diesen Zacken. Das ist doch cool. So. Und da gucken wir mal. Das war jetzt 15 mal 16. Also mache ich wieder 5 mm kleiner. Das heißt 16,5. Ne, 15,5. Ach, dann brauche ich das ja gar nicht. Rummachen. 15,5 muss ich doch so machen. Ausklappen, damit ich das da ganz anlegen kann. 15,5 und dann mache ich 14,5. Das war ja 16 mal 15. Fehler gemacht. Das ist ja die gesamte Schachtel, aber es macht nichts. So, und zwar, ich muss 9 mal 11 war das. Also 8,5 mal 10,5. 10,5 mal 8,5. Genau, dann ist das ein bisschen kleiner als das. Habe ich irgendwie einen Fehler. 11, also 10,5 ist richtig. Wieso ist das denn zu lang? Jetzt muss ich das mal ausmessen. Habe ich jetzt das etwas kleiner gemacht, die Schachtel, als ich eigentlich wollte. Das ist 10,5 und nicht 11. Der Deckel ist, glaube ich, viel zu groß, oder? Nee. Nee, das stimmt. So, also, falls das, ihr das auch habt, deswegen lasse ich immer meine kleinen Problemchen mitlaufen, damit ihr wisst, wie ich das löse. So, ich habe mich jetzt hier irgendwie verrechnet. Ich hätte eigentlich 9 mal 11 haben müssen. Also es hätte hier eigentlich 11 sein müssen.
Aber ich habe nur 10,5. Warum auch immer. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich mich vermessen habe. Deswegen macht das einfach so. Dann messt ihr das einfach nochmal aus. Und ihr seht 10,5. Also muss ich das mal 10 haben. Also kommt hier noch ein Stückchen ab. So. So, und jetzt bin ich am Überlegen. Oh, ich finde schwarz eigentlich ganz gut. Ist ja Halloween. So. So, jetzt mal gucken. 9 mal 11, hatte ich gesagt. Dann habe ich irgendwas damit falsch gemessen. 15,5 habe ich gemessen. Jetzt weiß ich, wo mein Fehler ist. Genau, ich habe 15,5, ich hätte aber 16,5, ich hätte bis hier rüber gehen müssen. Okay, dann weiß ich ja, wo mein Fehler lag. Also, falls euch sowas auch passiert, dann messt einfach so nochmal nach. So, also ich habe dann nicht hier 15 mal 16 gemacht, sondern... Ich habe 15 mal 15,5 gemacht. Und hier 15 mal 15,2. Also, falls ihr jetzt so mitgeschrieben habt, dann korrigiert das auf 15 mal 15,5. Dann seid ihr wieder richtig. So, okay. Ja, und das klebe ich jetzt rauf. Und ich rate euch immer, nehmt das Designpapier immer zum Verzieren, weil das ist für Schachteln nicht, meines Erachtens, nicht so gut geeignet. Weil das, ich finde das für Schachteln einfach viel zu dünn. Das ist so meine Meinung. So, und jetzt will ich das so ausstanzen und hoffe, dass er durch die beiden Papiere kommt. Passt nämlich jetzt auch noch gut auf meine Stencil-Maschine rein. Von der her habe ich unbewusst eine richtige Größe gewählt. So, ich werde das mal so und wieder zurück machen. Und ich hoffe, dass ich durch beide Lagen durchgekommen bin. Ne, ich gehe da noch mal durch. Ich werde da noch mal durchgehen. Ich glaube, es ist noch nicht perfekt genug. Ich werde mal die Platte drehen hier. So. Und dann werde ich noch mal durchgehen. Könnte das sonst auch durch meine andere Maschine. Ich habe ja noch die Gemini hier. Die schafft das auf alle Fälle. Aber ich will mal gucken, ob ich mit der Sysix da auch durchkomme. So, jetzt habe ich das ein paar Mal hin her. Mal gucken, ob das gereicht hat. Ja, ich glaube, es sieht gut aus. Wir schauen mal. So. Deswegen nehme ich immer so Band, was so schon ganz abgenubbelt ist, das klebe ich mir hier immer am Rand von meinem Regal hin, damit das nicht das Papier euch kaputt macht. Wenn ihr denn nämlich Klebeband habt, was noch viel Klebekraft habt, dann kann das sein, dass euch das Papier kaputt macht. Deswegen nehmt lieber so ein bisschen ausgelutschtes. So, mal gucken.
Ja, das sieht ja gut aus. So, kurz mein Wonder-Tool. Sag ich da mal zu, weil es ist so genial. Wahrscheinlich hatte das vorher auch schon ausgestanzt. Ich traute mich bloß nicht. Aber dann lieber einmal mehr durchnuddeln, als wenn das dann nicht durch ist. Und das ist dann ärgerlich. So. Und das finde ich doch schon mal richtig cool. Das ist doch schon mal richtig cool. So. Jetzt muss ich noch mal kurz was holen. Dann bin ich gleich wieder da. So, jetzt habe ich das ja so ausgestanzt und habe ich ja auch schon richtig schön gefalzt. Und jetzt mache ich mit Transparentpapier den Hintergrund. Also den kann ich mir jetzt auch ausstanzen. Oh, dann passt das nämlich genau dahin. Dann stanze ich mir das hier kurz aus. Oh, das macht hier so viel Spaß, jetzt wo wir unser Zimmer noch mehr optimiert haben. Ich bin gespannt, was ihr sagt, wenn ihr nachher das Video seht. Was ihr jetzt hört, ist auch Joe, der gerade seinen Platz jetzt fertig macht. Optimiert. Optimiert, genau. Es macht einfach Spaß, wenn man das alles so griffbereit hat. Ne, macht einfach Spaß. Wir hatten ja auch hier, die liebe Kerstin war ja hier. Die hat unsere Hunde ja gesittet. Und dann habe ich gesagt, du darfst ja alles benutzen, wie du möchtest. Ne, fühl dich wohl. Und sie war so begeistert. Sie sagt, man braucht immer nur hingreifen und dann hat man das Teil. Und so ist es auch hier. So, jetzt bin ich am Überlegen, womit ich das jetzt klebe. Mal ganz vorsichtig mit Tombow hier. Das muss ich ja mal. Also wie gesagt, Tombow, wenn das klebt, dann klebt das. So, jetzt muss ich mal hier noch mal ein Tüchlein haben. Zwei, ich wollte aber nur eins. So. So, und immer schön sparsam mit dem Kleber sein. Also wenn ihr Tombow auch benutzt. Mach ich nur so. Genau. Oh, du bist ein Schatz, mein Schatz. Ihr wisst bestimmt warum, ne? Ich zeige es euch gerade. Ist das nicht fein? Mm. Das ist so schön. Nein, ich gebe ihn nicht her. Keine Chance. Er ist auch nicht zu vermieten. So. Ja, das ist doch wunderbar. Nun ist denn da so ein Fenster drin. Das heißt, dass, wenn da drin reingeguckt werden kann, was da so drin ist. Dann hatte ich gedacht, so richtig schön rote Bonbons, die da so ein bisschen durchleuchten. Und die ist ja auch ratzifatzi gemacht, so eine Goodiebox. Da mal schnell 5 oder 6 Stück, je nachdem, wie viele Gäste man hat, fertig machen. Ist doch eine coole Idee. So, und wenn du das erste Mal gerade zusiehst, war mir hier, dann sage ich auch dir noch mal, ich benutze immer für die Schachteln Flüssigkleber, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Flüssigkleber hält, während doppelseitiges Klebeband mit der Zeit die Klebekraft nachlässt. So, ich finde es gut, dass ich die hier nicht gefaltet habe, aber es ging jetzt trotzdem noch. Ich hatte ja ziemlich schon die Kleber da drauf. So, so ist der Deckel schon mal fertig.
Jetzt mache ich schnell das Unterteil. Und dann mache ich das genauso. Also wir freuen uns natürlich auch immer über Kommentare. Und übrigens, denkt unbedingt an die Verlosung. Schaut euch das Verlosungsvideo an. Wir verlosen mega tolle Sachen von Stampin' Up. Also richtig wertige Sachen. Und die Verlosung geht bis zum 2. Oktober, war das, ne Schatz? Ja. Bis zum 2. Oktober. Wollen wir die Ziehung machen. Genau, am 3. machen wir die Ziehung. Also bis zum 2. Oktober geht die Verlosung. Und ihr müsst, um dabei zu sein, um im Lospot zu kommen, einfach jedes Video, was ich bis dahin gemacht habe, oder Joe, müsst ihr mit einem Kommentar mit mindestens 5 Worten kommentieren. Und dann könnt ihr das gewinnen. Das habe ich also schon jetzt, das mache ich jetzt schon das 3. Mal, so eine Verlosung. Und das ist immer toll bei euch angekommen. Und wir lassen uns ja auch nicht lumpen mit den Sachen, die wir verlosen. Und daher sagen wir, okay, dann müsst ihr auch ein klein bisschen was dafür tun. Das heißt, guckt euch das unbedingt, das Verlosungsvideo an und seid dabei. Und schaut, ob ihr auch jedes Video nach dem Verlosungsvideo kommentiert habt und auch das Verlosungsvideo kommentiert habt. Das ist das erste Video. Ganz, ganz wichtig. Letztes Mal waren auch alle dabei. Das war so toll. Ich habe mich auch riesig gefreut über die Kommentare. Und wenn du heute das erste Mal dabei bist, dann scroll einfach ein bisschen runter. Also ruf unseren Kanal auf, geh auf Videos, dann kommen die ganzen Videos. Und dann scrollst du ein bisschen runter und dann siehst du das Verlosungsvideo. Und da sind auch die ganzen Teilnahmebedingungen drin. Ne? Ne, dann kannst du dir das anschauen. Und auch noch was anderes. Also wenn du jetzt das erste Mal mich siehst hier und auch ein Anfänger bist, was Basteln anbelangt, dann trau dich bitte, Fragen zu stellen in den Kommentaren. Ich beantworte das sehr, sehr gerne. Und ihr dürft auch die Fragen 5-mal, 10-mal stellen. Also da könnt ihr mich überhaupt nicht irgendwie mit nerven. Ich bin so ein absolut geduldiger Mensch und ich weiß, dass manchmal etwas auch nicht gleich in den Kopf reingeht. Das kenne ich von mir selber auch. Von daher traut euch bitte. Ich freue mich, wenn ihr mich fragt. Beantworte euch eure Fragen alle sehr gerne. Und ihr könnt auch zum Beispiel in unsere Facebook-Gruppe kommen. Andreas Basteloase heißt sie in Facebook. Und auch dort könnt ihr all eure Fragen stellen. Oder ihr schreibt uns per Mail an. Die Mailadresse steht hier. Ne? Und dann, wenn ihr jetzt wissen wollt, Mensch, wie war denn das noch? Oder ihr habt irgendwelche Probleme beim Basteln, sagt, oh Mensch, ich versuche das schon seit ewigen Zeiten und ich kriege das nicht hin. Dann gucke ich auch, dass ich da dann sehe, dass ich Videos dazu mache. Ich habe zum Beispiel das Öfteren jetzt gelesen, passt prima hier drauf, das Öfteren jetzt gelesen, dass ihr mit dem Kolorieren Schwierigkeiten habt. Also ich werde dazu auch noch mal Videos machen. Ich werde noch mal Videos machen, ganz langsam, wie ich mit Alkoholmarker koloriere, wie ich mit Aquarellfarbstiften koloriere und wie ich auch mit Aquarellstiften koloriere. Ne? Also wenn ihr sowas zum Beispiel habt, ihr sagt, oh Mensch, und ich habe das ja schon 25 Mal gesehen und ich kann das immer noch nicht. Traut euch zu fragen und am besten auch, wenn ihr den Kontakt zu uns sucht, dann können wir einfach vielleicht auch mal sprechen, wo liegt denn das Problem, dass das nicht klappt. Manchmal sind das so simple Dinge, die nicht beachtet sind, wo man selber vielleicht manchmal nicht drauf kommt. Und da unterstütze ich euch total gerne.
Also immer mit den Fragen her. So, nochmal ein bisschen gelbes Papier da rein. Weil ich finde, das passt für Halloween doch richtig gut. So. Ihr seid sowieso, ihr Abonnenten, ihr seid alle so toll. Also wenn ich auch so die Kommentare lese, ne, und dass euch das gefällt, was ich hier mache, ne, haben sich auch schon Freundschaften hier entwickelt. Also es ist so toll. Wir freuen uns immer wieder. Und das macht ja auch immer einfach auch Mut für uns, ne. Wir sind ja auch einfach nur ganz einfache Menschen. Und es macht uns dann auch immer wieder Mut, weiterzumachen mit unserem Kanal. So, da können jetzt die Bonsche rein, Bombi. Und dann kommt der Deckel da drauf. Wunderbar. Und ihr seht, mit den 2 mm kommt man richtig gut aus. Und jetzt habe ich hier noch so ein bisschen Transparentfolie gemacht. Man könnte jetzt auch zum Beispiel, finde ich eine coole Idee, wo habe ich es jetzt hingelegt? Habe ich das jetzt hier reingeschmissen? Ich hatte hier so eine kleine... So ein kleines Lämpchen. Eigentlich wollte ich das behalten. Sollte hier eigentlich liegen bleiben. Aber in der ganzen Umräumaktion wieder habe ich es wahrscheinlich irgendwo hingepackt. Ist die Frage nur wo. Ich war nämlich jetzt gerade, es gibt doch diese LEDs, kleinen Leuchten. Och man, das klingt ja gerade doof. Ich guck mal gleich, dass ich noch mal eine hole. Und dass man die da so reinlegt. Ich bin gleich wieder da. Das will ich euch jetzt unbedingt nochmal zeigen. So, da bin ich wieder. Jetzt so meine Idee. Das ist total cool. Als Goodie. Ihr macht jetzt eine Schachtel als Goodie. Dann legt ihr da die Süßigkeiten rum und das Lämpchen rein. Und dann macht ihr die Schachtel zu. Ist das nicht cool? Und das kriegt dann jeder auf seinen Teller. Schatzel, das ist doch cool, ne? Das ist cool, ja. Das finde ich jetzt cool. Das wollte ich euch unbedingt zeigen. Das sind immer so Sachen, die fallen mir dann während des Bastelns ein. So, das können wir schon mal ausmachen kurz. Dann gestalten wir jetzt die Schachtel noch. Ich hoffe, es ist nicht zu laut von hinten. So, mal gucken. So rum. Dann soll jetzt das Haus da. Das muss ich jetzt aber in einer anderen Farbe machen als in Schwarz, weil das sieht ja sonst doof aus da. Hier kommt das Haus hin. Dann mache ich hier noch mal. Ach, geht aber auch schwer raus. So. Ja, wenn die das erste Mal so da draußen sind, kann hier noch die Katze hin. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und die Katze mache ich in Rot und das Haus mache ich in Gelb. So ein bisschen Farbe jetzt ran. Ne? Nehme ich hier mal einen roten Farbkarton und einen gelben Farbkarton. Ich komme ja aus Kiel. Wenn du in der Nähe von Kiel wohnst und mal Lust hast, zu mir auf eine Bastelparty zu kommen, dann schreib mich an über die Mail. Würde ich mich riesig freuen. Wir kriegen bestimmt dann auch einen tollen Termin. Und dann machen wir hier eine mega Bastelparty zusammen. So, jetzt wollte ich das... Mache ich jetzt die Katze in Gelb und das Haus in Rot. Ich glaube, das passt besser. Katze in Gelb. Haus in Rot. Dann die Fledermäuse auf alle Fälle, dann machen wir den auch noch her. Den machen wir hier auch noch. Und dann die Fledermäuse, die kommen jetzt in Schwarz. Hier. Ups, oh nein, siehe unten.
Okay, das muss ich mal zumachen. Ich bin einfach immer zu viel Schwung hier. So. Ja. Ich habe heute zu viel Schwung. Also machen wir das hier ein bisschen fest. Auch. So. Einmal durch die Maschine. Ich glaube, ich muss ein paar mehr Tage Halloween machen. Das schafft man ja alles gar nicht so in einem Video. Ich will euch ja auch ganz so gar mitnehmen. Das ist mir einfach wichtig. Gerade wenn du neu bist und du bist Bastelanfänger, dann finde ich das immer wichtig, dass ich auch die ganzen Schritte zeige. Und das mache ich deswegen nämlich auch. So, die ist doch cool, die Katze. Hier ist noch ein schöner Mond. Da müsste eigentlich ja hier so drauf geklebt werden, der Mond. Und die werde ich mit 3D-Pads hier gleich drauf machen. Und hier kommt noch das Haus hin. Und hier kann man mal sehen, dass die Standschablonen einfach alle total klasse sind. Die stanzen richtig durch. Nämlich auch beim ersten Mal mit der Sizzix. Ich hatte ja eine ganze Zeit gar keine Sizzix gehabt, weil ich immer mit meiner Gemini gestanzt habe, weil ich immer der Meinung war, weil ich ja auch mit anderen Stanzen stanz, und die schaffte die Sizzix immer nicht. Da habe ich immer gedacht, okay, ich kann mit der Sizzix nur grobe Stanzen machen, also brauche ich sie nicht mehr. Nun hatte ich sie mir aber doch noch mal geholt, weil ich nämlich noch die Bics habe. Und die Bics, das sind ja die Standschablonen, die nur durch die Sizzix gehen. Und deswegen habe ich mir die geholt und bin wirklich ganz überrascht, wie toll sie die ganzen Stanzen von Stamping Up durchstanzt. Dass sie die wirklich alle schafft. Also das zeugt einfach davon, dass die Stanzen einfach so hochwertig sind. So, das behalte ich auch. Das kann ich, den bewahre ich immer auf. Die packe ich immer bei den Farbkarton mit in die Hülle rein. Die kann man auch ganz toll als negativ nehmen, um damit mit Pinsel, also oder mit einem Schwamm oder mit der Bürste Stempelfarbe aufzubringen. Das geht damit ganz toll. Deswegen, also bevor ihr so wegschmeißt, gerade wenn ihr Sachen so von Stamping Up habt, weil sie sind ja doch ein bisschen teurer als so ein Billigläden, sag ich mal. Aber es ist auch dem geschuldet, weil es einfach echt Qualität ist. Ne? So, das klebe ich jetzt mal rauf. Dafür brauche ich jetzt kleine Klebepunkte. Da habe ich nämlich hier noch diese gefunden. Die werde ich jetzt erstmal auch alle aufbrauchen hier. Da hatte ich nämlich noch irgendwie tonnenweise von. So. So. Da kleben wir das nämlich mit Abstand darauf. Eine. Mal sehen, also wenn meine Nichte dieses Jahr wieder eine Halloween-Party macht, das weiß ich ja noch nicht, dann werde ich so für die Gäste alle so eine Goodie-Box machen. Die Teelichter hier, die habe ich noch vom letzten Jahr. Die hat der Aldi, das war so ein 12er-Set mit Batterien.
Die sind wirklich total prima. Gucken, ob die dies ja auch wieder haben. So, und das will ich jetzt hier auch mit Abstandshalter dran machen. So. Ach, da machen wir noch mal ein Traum. So. Oh ja, ich habe die Kamera an. Ich habe das schon öfters mal gehabt, dann war ich so begeistert am Basteln. Und erzähle euch und erzähle euch. Und dann, ups, gar nicht die Kamera an. Das ist natürlich echt ärgerlich. So. Ja, ich glaube, ich werde das so wirklich so machen, dass ich so ein paar Tage Halloween mache, immer mal so zwischendurch und dann auch noch mal was anderes. Weil sonst wäre das Video zu lang, wenn ich jetzt hier alle Karten mache. Ich muss mal gucken, ob ich da noch ein Projekt nach mache. So, und den Mond, den klebe ich jetzt auf. Wo ist jetzt meine Pinzette? Ne, das ist sie gar nicht, aber die sieht bestimmt auch. Jetzt wollte ich noch das Stempelset und zwar Hello Happiness. Ich muss mal gucken, hier habe ich hier noch diese Stempelschablone, ob das da reinpasst. Ja, genau, das passt da rein. Also nehme ich dann noch mal ein Stück gelben Karton. Das noch mal schnell aus. Ja, also für eine Bastelparty mit 1, 2, 3, 4, 5 Leuten kann ich eine Bastelparty hier machen. Dann haben wir genügend Platz, um auch richtig gemütlich und toll zu basteln. Also wie gesagt, wenn du in der Nähe von Kiel wohnst und Lust hast, zu mir zu kommen zu einer Bastelparty, dann schreibe mir eine E-Mail. Da freue ich mich total. So, jetzt mal gucken, in welcher Farbe machen wir das? In Schwarz natürlich. Das Memento-Stempelkissen. Supi. Und das kommt jetzt hier oben noch drauf. So, Schrubbox, Tupfer, Schere. Ja, ich habe alles hier parat stehen. So, ich muss, wie gesagt, mal sauber machen. Das sage ich schon seit ein paar Mal, ne? Ja, das hätte ja mal was. So, da kann er wieder zurück. Und das kommt jetzt auch noch rauf. Ich habe jetzt mal größere. Ja. Da muss ich mal gucken. So soll das rauf. Das heißt, ich mache
Hier zwei. Eins. Zwei. So, weil es denn so ein bisschen hier rüber gucken soll. So, und das Teil jetzt so auf dem Teller drauf ist doch echt cool. So, und jetzt machen wir noch mal die Lampe da rein. Ich finde das so cool. Und ratzifatzi hat man sowas gemacht, ne? So, sieht das nicht mega aus? Ich hoffe, ihr könnt das so richtig sehen. Ich finde das voll cool. Ja, ich würde sagen, die nächste Karte machen wir nächstes Mal mit dem nächsten Video. Ich werde jetzt dieses Video erstmal hochladen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn du neu bist, denk dran, stell deine Fragen. Ich beantworte das total gerne. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Ganz liebe Grüße. Bleibt gesund. Andrea aus der Basteloase.